So Leute, willkommen bei Pokelos. Heute mal was anderes. Und zwar haben wir Post aus den USA bekommen. Ihr seht es ja schon im Thumbnail. Wir haben Pokeref Packs. Ich bin mal sehr gespannt. Thema Mystery Boxen, Mystery Packs ist ja immer so ein Ding. Ich mag den Gamble und ich will es für mich einfach mal ausprobieren. Und ich muss sagen, so von der Aufmachung her ist es schon sehr geil. Was haben wir drin? Erstmal haben wir hier insgesamt 4 Stück. Ne? Die machen wir alle heute schon auf. Wir haben in jedem Pack 5-mal Sword and Shield, also Schwert-Schild-Era. Das heißt, ja, sagen wir mal, Runde 3, 4, 5 Euro pro Booster. Und wir haben ein Mega-Bonus-Booster-Pack. Da kann was sehr Gutes drin sein, wenn es ein Golden ist. Mittelgut, Silber und Rot. Oder halt nochmal ein Schwert- und Schild-Booster. Wir gehen mal rein und schauen uns das erste Pack an. Also die Aufmachung ist sehr geil, muss ich mal sagen. Das ist echt cool. Schön luftig verschlossen. Und das erste geht auf. Oh, okay, ich sehe schon, ich spoiler schon. Ich wollte eigentlich gar nicht spoilern. Also das ist Grünes. Das ist okay. Beim ersten. So, wir haben einmal ein Vivid Voltage. Wir haben ein Fusion Strike. Lost Origin, ganz aktuell. Haben wir heute, ich weiß nicht, wann das Video online geht, aber ich habe heute gerade erst die Giratina gezogen. Chilling Rain. Wir haben einmal Astral Radiance, bestes Set überhaupt. Einen schönen Pokeref Sticker, der ist echt ziemlich cool. Ich mag das mit dem weißen Rand. Ich glaube, so einen werde ich auch mal von mir machen. Und ja, nochmal ein Grünes. Das heißt, er wird nochmal... Hoffentlich jetzt ein Celebration oder Drachmann. Ich guck mal, ich fühle mal. Es ist, glaube ich, schon mal kein Celebration. Celebration würde man fühlen, das wäre dünner. Ich hoffe jetzt mal Drachenmantel. Bei meinem Glück, eigentlich habe ich ein gutes Glück momentan, ein gutes Händchen. Aber ich vermute mal, das ist jetzt entweder Vivid Voltage oder Darkness Ablaze. Wir gucken rein. Oh, es ist Chilling Rain. Warte mal. Das stimmt ja gar nicht, was da hinten drauf steht. Es kann also alles drin sein. Das heißt, es sind nicht nur die 4 drin, das sind also anscheinend nur Beispiele. Ah, warte mal, warte mal. Ich sehe gerade, hier oben ist noch Chilling Rain mit drin. Also ich schätze mal, dass die auch mit drin sein können. Wir machen die jetzt natürlich erstmal auf. Vielleicht sehen wir aber schon. Also ich meine, Chilling Rain hat auch nette Karten. Das Glück ist jetzt natürlich, ich meine, wir haben jetzt zweimal Chilling Rain. Ansonsten jeweils ein Booster. Das braucht jetzt ein glückliches Händchen. Leute, wir fangen an. Astral Radiance. Eigentlich enttäuscht das Set ja nie. Wir gucken mal rein. Spicy Season Curry und ein Defo. So, erstes Pack. Schon mal kein Hit. Ups. Sneasel. Abomasnow. By the way, noch preismäßig, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe pro Pack mit Einfuhr, mit Zoll und Shipping ungefähr 60 Euro gezahlt. Ja? Und hier haben wir einmal eine Holo. Cinderace Holo. Erwartungshaltung ist absolut null. Gab es so wenig Boostern pro Set. Immerhin ein Gardevoir. Also, Chilling Rain kommt schon mal daher mit 2 Holos. Stuffle Sigilyph. Toxel, Super Sweet, Sorua und, ups, oh, wir haben eine V-Karte. Chandelure, oh, die ist schön. Die mal mit, so, für ein Pack Magic, eine schicke V-Karte, sehr nice. Und wir haben hier einen Chatot, Clobopus. Ja, let's go, Amazing Rare Celebi, das ist geil. Die ist doch stark. Hey, für One Pack Magic, absolut nice. Ich meine sogar, könnte noch was sein? Nee, boah, Leute, geil. War das die Hitkarte? Das war die Hitkarte. Hey, das ist cool, für ein Pack in Vivid Voltage. Ein richtig geiles Celebi. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon habe. Ich meine nämlich fast nicht. Das ist geil. Hier nochmal kurz die Reminder, was ich heute gezogen habe. Nur das Beweis mal. Hier, ne? Giratina. Stell dir mal vor, wir ziehen die nochmal. Das wäre krass. Ghastly, Pineapple, Murkrow, Wurmple. Ich sollte nicht so viel wollen. Dann kriege ich nämlich nichts. Clefairy, Beautyfly und nochmal eine Holo. Cresselia. 3 Holo-Karten, eine V, eine Amazing Rare. Und ich würde mal sagen, wir schnacken nicht lang und wir gehen rein ins nächste Pack. Gleiches Spielchen von vorne. Wir gehen. Oh, okay, cool. Diesmal habe ich nichts gespoilert. Ich habe es nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe es auch im Video nicht gespoilert. Und wir ziehen dann erstmal die Booster-Packs. Also ich will probieren, nichts zu spoilern. Okay, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Und da gehen wir rein. Wir haben einmal Astral Radiance. Wir haben Chilling Rain. Fusion Strike. Lost Origin. Und Darkness Ablaze, auch mal nicht schlecht. Ich weiß, das Set wird eigentlich nicht so gern gesehen. Ich habe auch noch nicht viel davon aufgemacht. Ich habe noch 2 Dispels da. Ich weiß noch nicht, ob ich es aufmache. Und was haben wir drin? Wie gesagt, grün, rot, silber oder gold. Oh, wir haben ein silbernes. Let's go, Leute. Wir haben ein silbernes. Das heißt Black and White Era. Nochmal, ich weiß nicht, ob auch noch andere möglich sind. Aber auf jeden Fall eines dieser 4 Sets ist möglich. Wir fangen mal an mit Darkness Ablaze. Bunnelby. Sehr schönes Artwork. Meltan. Wir haben einen Snubber.
ein Bounsweet Nickit, Panpour und ein Serena. Okay, hier schon mal kein Hit. Minfu, Raichu, sehr, sehr starkes Artwork, aber kein Hit. Mag Cargo. Nochmal Toxel, auch super, super sweet. Nochmal Toxel, okay. Back to back. Und ein Steelix in Holo. Sieht stark aus, das nehmen wir mit. Solange es nicht nur Trash ist, alles fein. Taurus und ein Dugtrio. Das sieht ja cool aus. Schickes Artwork, leider non-Holo. Meine, ich habe was gesehen. Energy Lotto. Ja, da ist was. Eine V-Karte. Heatran. Ey, Heatran verfolgt uns in diesem Set. Ich sage nur Boxbreak letztens. Da haben wir, glaube ich, 523 Heatrans gezogen. So, Leute. Wir schauen rein. Wir machen jetzt das Silver Päckchen auf. Den Booster werden wir noch nicht aufmachen. Wenn wir den aufmachen, dann am Ende des Videos. Aber jetzt will ich erstmal schauen, was wir haben. Ich werde wahrscheinlich... Wahrscheinlich werde ich das Set gar nicht kennen. Mit Black and White habe ich mich gar nicht beschäftigt. Geht es schon mal super schwer auf. Was ist drin? Silvernes Pack, das muss jetzt gönnen. Und wir haben, ich sehe es noch nicht, ich erkenne es noch nicht, ein Black and White. Das ist Base Set. Wenn ich mich nicht irre, würde ich jetzt sagen, das ist Base Set. Kann es nicht einschätzen, was jetzt der Booster kostet. Und weiter geht's mit dem Pack Nummer 3. Übrigens, wir haben kurz auf Card Market nachgeschaut. Der Boosterpreis liegt bei 45. Ich glaube, wir werden es zulassen. So, ja, leider schon gespoilert. Hier haben wir nochmal einmal ein grünes Boosterchen. Schwert und Schild. Ist es natürlich Minusgeschäft, wo ich schon sage, 50% Chilling Rain nochmal. 50% des Geldes ist dann schon eher weg. Macht's wirklich nur, wenn ihr den Gamble wollt. Es ist nicht mehr als ein Gamble. Also jedes Display, jede ETB macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ich wollte euch einmal zeigen, wie es aussieht. Und wir gehen rein in Fusion Strike. Let's go. Galarian Berserker und einem Latios in Non-Holo. Keck Leon, das finde ich cooles Artwork, das gefällt mir. Und wir haben ein Thunderous in Holo. Oh ja, gar nicht gekonnt am Anfang. Sehr schön. Erste Holo-Karte. Rookie und wir haben ein Banette in Non-Holos. Kagnea. Und wir haben ein Conkeldurr in Non-Holo. So, auch hier kein Hit. Energielotto. Hier so ein Basco Legion. So, gönnt jetzt mal nicht. Ansonsten. Gönnt Astral ganz echt ganz gut. Bis jetzt, ganz klar, aua. Ja, der tat weh. Ich habe Angst, zieh dort und wenigstens eine Holo. Nee, Comfy. Okay, das war leider gar nichts. Das war leider gar nichts, muss man so sagen. Das ist der Gamble. Definitiv mit Abstand das schlechteste Set. Also sagen wir, im Mittleren haben wir bis jetzt das Geld, ja, plus minus ungefähr rausgeholt. Na, wenn man sagt, 45 Euro kann man das Booster verkaufen. Links, gut, wir haben ein paar schöne Karten. Rechts, Fehlanzeige. Ich hoffe, dass wir zumindest einen roten Umschlag drin haben. Ich versuche es nicht zu spoilern. Ich versuche es relativ weit oben aufzumachen. Geht rein. Ich glaube, ich habe schon eine Spiegelung gesehen. Ja, ich sehe schon. Ist leider wieder grün. Nochmal, ich rate von Mystery Boxen grundsätzlich erstmal ab. Außer ihr steht wirklich auf den Gamble. Macht's nicht. Kauft euch lieber ein Display. Ich hätte es ja wissen müssen, ne? Aber hey, der Gamble ist real. Und wir haben hier immerhin nochmal ein Lost Origin. Wir fangen an mit Withered Voltage. Leute, letztes Pack, let's go. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen mehr vorgestellt, ehrlich gesagt. Genau das passiert, was bei Mystery-Produkten einfach passieren kann. Und zwar, dass man einfach komplett leer, oder fast komplett leer ausgeht. So, hier haben wir meinen Donphan, Togedemaru und ein Starmie in Holo. Ich meine, hier ist es drin. Also, ich glaube zumindest eine V-Karte haben wir hier, Leute. Delibird, Lavesta, Epede und... Nee, ich habe mich getäuscht. Ein Golurk. Oh, die Hoffnung liegt jetzt auf Astralglanz und Lost Origin. Leute, wir haben noch die Chance, dass dieses Pack hier zumindest nicht das schlechteste wird. Bitte, Astralglanz, komm, komm. Heute erstes Mal, dass Astralglanz auch durchaus mal enttäuscht. Shellos. Minfu. Jo, okay, immerhin eine Radiant Sneasler. Und die hat auch ein ganz ordentliches Sendering. Nochmal ein Arealos in Non-Holo. Also, es ist zumindest nicht das schlechteste Pack. Es ist ein bisschen besser als das dritte. Sag mir mal, wie ihr zu Mystery-Produkten steht. Wie gesagt, grundsätzlich sage ich mal, man sieht es ja. Noch besseres Beispiel. Sehr risky. Bin den eigenen Gamble, ja, mal ganz nice. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, nee, holt euch ein Display oder ETBs oder was auch immer. Offizielle Produkte. Da hat man wahrscheinlich im Zweifel eher mehr von. Natürlich kann auch mal eine ETB schlecht ausfallen, ne? Dass man da mal gar nichts sieht. So, wir sind im letzten Pack, Leute. Lost Origin mit Murkrow, Wurmple, Clefairy,
Wir haben einen Makuhita in Reverse Holo. Und die letzte Karte ist nochmal ein Porygon Z in Non-Holo. Das heißt, auch hier kein Hit. Und ja, muss ich leider so sagen, das ist die Ausbeute aus 4 Pokéref Packs. Es kann natürlich komplett anders ausschauen, ne? Hätte auch eine Goldene dabei sein können mit Fossil. Ist halt einfach nicht so. Von daher würde ich sagen, wir haben jetzt hier ein Gesamtbett von ungefähr 50 Euro auf dem Tisch liegen. Das heißt, 200 Euro verbraten. Ist so. Muss man mal in der Realität so sehen. Wir wollten es wissen. Ich wollte es wissen. Ich habe es euch gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Und über ein Abo würde ich mich super freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Pokédex ist raus und ciao, ciao.